Hallo und herzlich willkommen zu Espada Bricks. Heute die 50. Ausgabe. Und jetzt nehme ich mal was Größeres, was ich hier habe. Und zwar was Größeres, was ich hier habe, was ich als Kind überhaupt nicht gemocht habe. Und ich habe es jetzt nochmal aufgebaut und ich habe festgestellt, ich mag es immer noch nicht so ganz. Das hat aber verschiedene Gründe, gehe ich gleich drauf ein. Wie ihr seht, es ist fertig gebaut. Vier Figuren, Anleitung. Dann zeige ich euch, habe ich hier sogar noch dieses Rad über, ja, wo normalerweise die Federn drin waren, dass man alles behält. Dann den Blister habe ich auch noch, ja. Und wer Blister sagt, der sagt auch einmal das Inlay vom Karton, ja, ein bisschen dreckig. Und einmal den Karton von außen, ja. Also da seht ihr ganz klar, so soll es aussehen. Hier die, früher die schönen Lego-Kartons, die konnte man wunderbar aufklappen. Ist jetzt nichts Besonderes drin, aber da war sozusagen der Blister hinter und da war dann so das Kind immer mal reingeguckt hat. Wow, wow. Hintergrund, ja. Die gute alte Black Sea Barracuda kennen wir alle. Dazu gehörte eigentlich dann der Caribbean Clipper. Ja, also quasi Schiff ungefähr diese Größe, nur mit blauen Segeln und so weiter. Ich hatte damals nicht zum nächsten Weihnachten den Caribbean Clipper bekommen, sondern habe erst was von City bekommen. Und danach das Jahr wurde entschieden, dass mir was wieder von Piraten geschenkt wurde. Leider gab es den Caribbean Clipper nicht mehr, sondern das Schiff hier. Hier haben wir nämlich schon die neuen, ja, die Rotröcke dabei. Und das ist der Grund, warum ich die Rotröcke nicht mag, weil ich wollte immer die Blauröcke vollkommen haben. Ja, also vollständig haben. So, bevor wir jetzt uns das Schiff anschauen, gucken wir doch mal auf die Figuren. Die haben schon mal passend Accessoires, was mich hier nämlich überhaupt nicht gefiel, was eigentlich von der Idee her nett ist, aber hier ist ein Pirat bei. Ja. Da habe ich mir gesagt, warum ist in einem Gouverneursschiff, ein Pirat bei? Das habe ich bis heute nicht verstanden, habe ich auch überhaupt nicht gemocht. Hier sieht man sogar, der hilft sogar, dem hier die Truhe an Land zu tragen. Ich habe früher immer als Kind zumindest gespielt, dass das quasi ein Verräter war, aber auch total dumm. So, dann haben wir hier einmal den, ja, was ist das hier? Navigator ist das hier, ja, in genau dem laut der Anleitung. Dann haben wir hier den normalen Soldaten. Ja, ein bisschen staubig alles. Weiß ich, war jetzt lange im Karton. Oder lange gespielt. Dann hier der Gouverneur. Ja, der ist, hat einen sehr coolen Torso-Print. Achso, haben alle keine Backprints, ne? Der hat einen sehr coolen Torso-Print. Muss man einfach mal sagen. Sehr cooles Gesicht. Den gab es auch nur in zwei Sets, den Kollegen. Auch nochmal möchte ich auf die Feder hier hinweisen. Auch sehr, sehr cool. Ja, den gab es nur in zwei Sets. Ja, hier und dann noch ein größeres. Das war so eine Hafenanlage der Gouverneure. Ist jetzt aber nicht so, wie gesagt, ist nicht mein Favorit. Anleitung zeige ich euch auch ganz kurz. Die hat es nämlich, die ist nicht gelocht. Ja, ich habe das früher vermieden, die zu lochen. Die Anleitung ist sogar noch, außer ein paar Eselsohren, gut in Shape. Jetzt wollt ihr mal lachen. Bei diesem Set gibt es unglaubliche 20 Bauabschnitte. Das ganze 20, ja. Das ist heute ein Set mit irgendwie 100 Teilen, hat 20 Bauabschnitte. Hier noch ganz nett. Das ist aber auch auf der Rückseite des Kartons zu sehen. Ja, hier ist hier dieser, hier auf der Seite, diese blöde Ecke, die bleibt natürlich dran. Hier sieht man, was man noch draus bauen könnte. Das Set hat einige großartige Highlights an Teilen, ja. Also, ich fange mal an mit dem absoluten Highlight, was ich damals zumindest richtig cool fand. Ich nehme mal hier raus. Hier ist ein Kompass. Und dieser Kompass, jetzt halte ich, also wenn ich ihn gerade halte, funktioniert er. Ja, jetzt habe ich natürlich, jetzt halte ich ihn angeschrägt, aber das ist ein Kompass, der sogar funktioniert. So, mein Autofokus will nicht. Aber gerade hatte ich es doch gehabt. Gut, dann nehmen wir wieder so Wall dazu. Hilft ja nicht. Ja, der wird auf eine Noppe aufgenoppt. Und dann ist es ein, seht ihr, das ist ein Kompass. So, und der richtet sich wirklich nach Norden aus. Ich habe es gerade probiert. Der funktioniert. Ja, also ein funktionierender Kompass. Sehr, sehr cool. So, was hat das Set hier noch Schönes? Hat, hier seht ihr schon drin, zwei Kanonen. Massig Munition. Ich glaube, der hat genauso viel für zwei Kanonen Munition wie die Black Sea Barracuda für vier Kanonen.
Ansonsten, die Segel sind hier nicht ganz, die sind natürlich nicht ganz sauber, die müssten mal irgendwie gesäubert werden, ich weiß nicht wie. Aber ihr seht hier das schöne Seitensegel, sehr elegant. Auch das Frontsegel, ein Traum, ja. Das hier vorne ist ein bisschen, das ist ein bisschen schwach, ja, das ist einfach nur einfarbig, aber die sind vom Logo her super. Und ich glaube, wenn man mit diesen Gouverneuren und den dazu passenden Piraten, also das große Piratenschiff mit den schwarzen Segeln, einsteigt, das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber ich, wie gesagt, komme halt woanders her. Dann haben wir hier, sieht man die kleinen Masten, nicht die großen. Die hatte ich euch ja bei dem einen kleinen Set letztens schon vorgestellt. Hier die kleinen Masten werden hier genutzt. Macht das Schiff natürlich insgesamt kleiner. Also es wirkt einfach kleiner. Dann haben wir hier drin eine Schatztruhe, die bombenfest ist, ja. Da sind 8 Stücke Gold drin, auch nicht wenig. Jetzt kommen wir mal zu einem Nachteil. Ja, ich nehme mal hier alles auseinander. Seht auch, Bewaffnung ist hier extra dran. Hier sind noch, ist noch ein Gewehr und noch ein Säbel mit dabei. Ich nehme jetzt mal bewusst, achso, was, also die, bewusst die Segel ab, damit ihr ein bisschen besser reingucken könnt. Ich nehme mal das hier ab, das Segel, samt den dazugehörigen Montagevorrichtungen. So, dann kann man nämlich ein bisschen besser reingucken. Ihr seht, es sind 2 Kanonen drin. Okay, ist beim Caribbean Clipper auch, ist halt blöd. Jetzt könnte man sich überlegen, ich nehme diese Kanone und stelle die auf die andere Seite, weil der wird von 2 Seiten angegriffen. Und dann haben wir hier das Problem. So stehen die dann. Das heißt, keine von beiden kann genutzt werden. Bisschen blöd, ne? Ich meine, es ist beim Caribbean Clipper besser, ich weiß es aber nicht. Aber beim Großen ist es auf alle Fälle besser bei der Black Seas Barracuda. Das sind noch die guten Kanonen, die kann man nämlich ziehen. Pitsch, ne? Das ist ja in den USA nicht so. Hier geht das. Sonst einfache Kanone. Zweimal hier drinnen. So, ne? Zweimal. Dann das Segel hier hinten ist natürlich auch schick. Ja, das ist ein sehr, sehr, sehr schickes Segel der Rotröcke. Das hat gar nicht so viel Besonderes. Hat keine Galionsfigur. Der Caribbean Clipper hatte zumindest noch so einen gelben Vogel. Hier ist gar nichts. Ne? Hier seht ihr, ist nichts. Gar nichts an Galionsfigur. Ganz simpel gehalten. Jetzt erzähle ich euch mal, also das mit den Kanonen hat mich als Kind gestört. Dass der Pirat dabei war, hat mich als Kind gestört. Und jetzt kommen wir, hier hinten ist auch wirklich nur kurz angedeutet mit dem Fenster. Ja, hier unten seht ihr hier Fenster. Kann man so ein bisschen, ja, es ist halt auch nicht wirklich viel. Hier unten drinne, da ist gähnende Leere. Ja, also hier steht eigentlich nur die Schatztruhe. Das war's. Mehr ist da nicht drin. Ist wirklich, ja, ist wie beim Caribbean Clipper. Was mich am meisten nervt, wir haben hier das Steuerrad. Ja, das seht ihr ja. Und das kann ich jetzt noch so und so. Und ihr seht hinten das. Ruder bewegt sich mit. An sich eine coole Idee, bloß man kann hier nicht wie bei anderen Schiffen so bzzz durchdrehen und selber als Kind spielen, sondern man kann hier auch hinten, wenn man hier hinten dreht, dann dreht sich das mit. Das heißt, hat man eine Figur hier vorne dran, die sich festhält, dann bewegt die sich halt mit. Beziehungsweise, jetzt mal hier hinstellen und mal gucken, ob wir, weil es natürlich hier Lego, kann man natürlich alles irgendwie miteinander verbinden. Komm schon. Ja. So, wenn der das jetzt festhält und sich hier hinstellt. So. Ja. Und den noppe ich jetzt auf und drehe. Dann bewegt sich die schöne. Seht ihr das? Die Figur bewegt sich mit. Idee ist zwar nicht schlecht, aber es ist insgesamt keine gute Ausführung. Sehr cool sind hier noch diese blauen zum Aufklappen. Die gab es beim Clipper auch. Hier hinten diese sind auch ziemlich cool. Die Lichter hinten dran. Also. Ich würde mal sagen, so vom Äußeren ist es eigentlich gar nicht schlecht. Ne? Es ist simpel gehalten, das Schiff. Es ist recht, hat eine schöne, ja, Wölbung sozusagen drin. Aber man, es ist halt, es wirkt halt sehr rudimentär. Klar, der Clipper auch. Immer die Piratenschiffe waren eigentlich so die großen, interessanten Sachen aus den Jahren immer. Aber alleine, dass das hier hinten mit diesem Höhenruder ist nervig. Dann diese kleinen Leitern lassen das Schiff einfach mini wirken. Im Gegensatz zu den großen Piratenschiffen. Die Segel sind cool. Ja, dass das mit den Kanonen nicht hier doppelt reingeht, klar, ist halt auch totaler Mumpitz. Ich meine nämlich, die anderen Schiffe waren breiter von den Noppen. Ja, was soll ich sagen? Also es ist, man muss es, glaube ich, man muss es als Kind gehabt haben, damit man es mag. Ich glaube, es gibt viele, die aus heutiger Sicht auch sagen, der Caribbean Clipper ist nicht toll. Und ich habe mir den ja auf eBay nachgekauft sozusagen, weil ich den damals ja nicht hatte, wie gerade erwähnt. Und ja, das, wie soll ich sagen, das mag vielleicht einige eher freuen, dass sie den Clipper nicht haben, sondern den hier. Ich freue mich nicht so an dem hier, muss ich ehrlich sagen. Ich habe
hatte mich eher dann gefreut, als ich den Clipper endlich bekommen habe, nach x Jahren, wo ich ihn gesucht habe. Oder zum vernünftigen, einigermaßen vernünftigen Preis. Hier ist so ein bisschen die Schwäche im Detail ist es einfach leider bei dem hier. Nichtsdestotrotz, also der Gouverneur ist eigentlich total nett. Ja, schreibt ihr doch mal unten in die Kommentare, was ihr von dem Set haltet. Wie gesagt, ich werde das jetzt wieder entspannt auseinanderbauen. Und dann kommt das ganze Ding in einen Karton. Und das geht mit anderen Piratensets, die ich nicht behalten will, nämlich der Rotröcke, geht das weg. Da habe ich nämlich auch schon jemanden gefunden. Ich habe das jetzt nur für das 50. Review aufgespart, damit ich hier wunderbar schön zeigen kann. Guckt mal, Leute. Ja, das ist das Schiff, was ich bekommen habe, wo ich immer traurig war, dass ich nicht den Clipper hatte. Jetzt habe ich den Clipper, brauche ich das hier nicht mehr. Also wie gesagt, es ist ein nettes Schiff für die damalige Zeit. Wie gesagt, es sind einfach Erinnerungen, wenn ich sehe, will ich damit immer nichts zu tun haben. Ich glaube, das ist einfach die damalige Enttäuschung, die auch heute irgendwie noch hier reinhaut. Ansonsten, ja, wenn es euch gefällt, das Video, dann lasst ein Like da. Lasst auch gerne ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Wie gesagt, ich gehe jetzt so ein bisschen in mittelgroße, größere Sets rein, die ich jetzt habe. So, ich wechsle jetzt ein bisschen und es kommen natürlich jetzt auch Sets Lego nach meiner Dark Ages und auch nicht Lego nach meinen Dark Ages, die ich jetzt habe. Also da erwartet man nächster Zeit auch noch ein bisschen. Und irgendwann mal gibt es dann auch noch mal den Clipper und es gibt natürlich die Black Sea Barracuda auch noch mal irgendwann mal. Da muss ich nur gucken, ob ich die jetzt wirklich hundertprozentig zusammen habe. Ich hoffe zumindest. Ja, in dem Sinne hoffe ich, es hat euch gefallen und wir sehen uns und hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss. Thank you.